Am Donnerstag, den 30.04., sind wir dem Aufruf der Fachschaft gefolgt und haben uns vor dem Gebäude B41 formiert. Bewaffnet mit Plakaten und Trillerpfeifen zogen wir voller Motivation los, um uns für unser Studium einzusetzen. Ziel war das Präsidium samt Universitätspräsidenten Volker Linneweber. Trotz mäßigen Witterungsverhältnissen und einigen Schauern sammelten sich rund 700 Studenten, um gegen die Zersparung zu demonstrieren. Nach einem langen Marsch über den Campus sind wir vor dem Präsidium angekommen und es gelang uns, unterstützt durch die Fachschaftsvertreter und einige Professoren, den Präsidenten zur Rede zu stellen. Wir verursachten einen solch ohrenbetäubenden Lärm, dass Professor Linneweber keine andere Wahl hatte, als sich mit uns auseinanderzusetzen. Uns mehr von einer neuen Konfiguration der Fakultäten zu Ihrer Frage kosten. Ja, es kostet. Das ist richtig. Wir werden aber diese Veränderungskosten selbstverständlich zunächst mal aufbringen müssen und es muss auch zunächst mal mehr Geld ins System fließen. Aber nach Jahren der Synergiesuche im Bereich zwischen Rechts- und Wirtschaftswissenschaften ist es an der Zeit, mal neue Konfigurationen zu etablieren, damit neue Programme entstehen. Wir wollen wissen, wo wir stehen und wir möchten gehört werden. Und es ist schade, dass wir erst hierher kommen müssen, um gehört zu werden. Und wir erwarten nur eins, Tutorien, AGs, Seminarplätze, die ausreichen, dass wir vernünftig studieren können. Und deswegen verleihen wir uns eine Stimme. 2009 bis 2014 sind pro Jahr in etwa 1 Million Hochschulpaktmittel leider nicht abgeflossen. Wir bedauern das sehr. Wir hätten es gerne gesehen, wenn dieser Qualitätsverlust, der uns berichtet wurde gestern, in dem Bereich der Lehre nicht zustande gekommen wäre. Und da muss ich die Verantwortlichen aus der Fakultät sehr ernst anschauen. Fließen die Hochschulpaktmittel nicht übers Präsidium? Ist es nicht traurig? Sie müssten das doch wissen. Es kann doch nicht sein. Sie können doch unserer Fakultät keine Misswirtschaft vorwerfen. Sie sind der Universitätspräsident. Wenn Sie nicht wissen, wie den Fakultäten läuft, vernünftig ausgebildet werden können, weil dafür sind wir hier und dafür sind unsere Hochschulpaktmittel da. Wir möchten keine Schuldzuweisungen, wir möchten Lösungen und zwar jetzt und nicht morgen.